New York hat eine alte Tradition der Stadt wiederbelebt, die Gartenkunst. Es gibt viel zu entdecken, alte und neue Gärten vor der Kulisse aus Stein, Stahl und Glas. Auf dem Union Square im Süden Manhattans leben die New Yorker ihre neu entdeckte Liebe zum Grünen aus. Rund 50 solcher Green Markets gibt es und sie stehen für den Wandel in der Stadt. Der Gartengestalter Halsted Wells profitiert von dieser Entwicklung. Auf dem Markt ist er auf der Suche nach ausgefallenen Pflanzen für seine anspruchsvollen Kunden, reiche Städter, die den grünen Luxus entdeckt haben. Halsted Wells ist der Chef einer Gartenbaufirma mit rund 30 Angestellten, die ausschließlich in New York City tätig ist. Hier kann er sich ein Bild davon machen, was gerade trendy ist. Außerdem ist es eine inspirierende Abwechslung zur alltäglichen Routine am Schreibtisch. Regelmäßig fährt er zu seinen Gärten und zieht nach dem Rechten. Aus Kalifornien kam Halsted Wells Ende der 60er Jahre nach New York und hat zunächst sein Glück als Künstler versucht. Doch bald stellte sich heraus, dass sein Name in der Gartengestaltung liegt. Heute hat er Kunden in nobeln Gegenden wie auf der Aberdeenside, direkt am Central Park. Es ist ein Privileg der Reichen, sich Gärten in mächtigen Höhlen anlegen zu lassen. Das Rooftop der Familie Carson ist mehr als eine bepflanzte Dachterrasse. Es ist ein richtiger Garten auf dem Dach. Mit symmetrischen Pflanzenanordnungen reagierte Halsted Wells auf Ausflüge und Gebäude. Viele einzelne Gartenräume fügen sich zu einem einheitlichen Ganzen. Gartenarbeit mit Panoramablick auf die berühmte Skyline der Upper West Side. Auch sonst ist die Arbeit der Gärtner hier ein bisschen anders. Lustvoll in der Erde wühlen? Nicht in einem New Yorker Dachgarten. Kein Krümelchen soll neben die Plane fallen. Die Gärtner müssen penibel auf Sauberkeit achten. Halsted Wells erklärt, warum. Als Dachabdeckung werden oft Kieselsteine verwendet, auf die Platten verlegt werden. Diese sind aber nicht einbetoniert. Dadurch läuft das Wasser in die Zwischenräume und fließt darunter ab. Deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass kein Schmutz in die Spalten kommt. Es ist ganz anders.